Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird es eine spannende Fahrt werden. Es ist Regen angesagt. Und ihr könnt euch dreimal denken, wir wollen zum San Salvador, wie letztes Jahr. Ich bin gespannt, ob wir da ankommen oder ob wir da wieder irgendwie links, rechts, geradeaus und vorbeifahren. Oder einfach so nass werden. Eine Regenjacke habe ich eingesteckt. Und der Rest hoffentlich auch. Momentan ist es trocken und recht frisch. Wir sind guter Hoffnung, dass wir nicht allzu nass werden und eine geile Tour heute haben. Schauen wir mal, ob alle schon da sind. Und dann fahren wir los. Bis gleich. Du hast vorhin gesagt, am Ende des Feldes, wie war das nochmal? Fahrfahren ist manchmal wie an der Front. Hinten geht's. Also? Leute, merkt euch den Spruch, ich habe mir eingeprägt. Und ja, vielleicht gibt es morgen dann wieder eine neue Weisheit mit Uwe. So, der Niesel wird ein bisschen stärker. Aber noch ist es völlig entspannt. Warmer Sommerregen. Wir sind gleich in Sineo. Und von da aus fahren wir nach Velantich. Und meinst du, wird es schlimmer vom Regen her? Nee, ich glaube nicht gleich so. In der Regenjacke schwitzt man nur. Deswegen habe ich keinen mitgenommen. Ja, der hat ein Loch nicht gesehen, weil er wieder nach Weibern geklotzt hat. Immer das Gleiche mit dem Micha. Das riecht mich auch, war gestern schon so. Siehst du, hier wird mit Orangen gedealt. Das kostet eine. Kostet mich ein Lächeln. Ich glaube, wir stehen hier sogar richtig. Es fängt gerade an, ordentlich zu gießen. Wie viel regnet in Mallorca, hätte ich nicht gesagt. Habt ihr mir nicht gesagt? Ja. Dann, komm, die Hafen einfach ein bisschen. Kannst du morgen wieder zurückfliegen? Nee. Alles gut. Das soll ich auch. So, warten wir jetzt oder fahren wir weiter? Wir halten kurz. Der Schauer. Lass stehen, Heiko. Micha. Was ist denn schon wieder? Jetzt kommt er schön runter. Micha, danke, dass du Platz machst. Wir würden jetzt hier nicht trocken stehen. Sonst wären wir schon. Bitte, wir sind 100 Meter weiter und wir wären nass geworden. Wären wir nicht nass geworden. Ich weiß nicht, warum wir hier rumstehen. Manchmal hat er Micha wirklich. Wovor habt ihr denn Angst? Das ist doch noch Wasser. Oder lösen sich die Rapper-Trikots auf? Jetzt haben wir hier. Vom Nachbarn war mir. Meinst du das oder was? I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners that will fill with fatal bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thorn. How I did it to myself.
Sind wir nicht oben? Nein, da am nächsten Platz. Thomas, was vorhin passiert? Hä? Was war denn passiert? Wir sind ja vorne gefahren und dann geht man ja vorne auseinander, die zwei, und dann fährt man nach hinten. Und dann bin ich dann ein bisschen von der Straße abgekommen und die sind hier aber so ein bisschen, so hoch ist der Unterschied, wenn du quasi von der Straße weg bist und nicht. Und war ich unten und dann habe ich rübergelenkt, dass ich wieder hochkomme. Und da bin ich halt so ein bisschen an der Straße geschürft und wieder hochgekommen. Und dann ging der Luft raus gleich. Also war einfach ein bisschen Pech. Aber es war auch gut, dass keiner neben mir war. Weil ich bin ja aus meiner Mitte dann gezogen, gell? Wo ich dann hochgekommen bin. Der hinter mir wäre eingefallen. Weil der hat die Welle nicht mehr Na gut, hier mein Reifenwechsel ist allen klar. Fertig sind, fahren wir weiter und vielleicht sehen wir uns dann das nächste Mal im Berg. Wir fahren jetzt auf den Berg San Salvador hoch. Durchschnitt ist 6,4%. Und jetzt wird die Straße ein bisschen ruhiger, hoffe ich. Ja, dann geht's jetzt mal hoch. Mitten im Aufstieg nach San Salvador. Herr Leder ist neben mir. Mit hunderte von Fliegen. Echt? Nee. Du hast einen anderen Aufstieg als ich? Ja. Zum Glück ist es halt nicht so warm. Das ist ganz angenehm. Sonst drückt es dann doch ein bisschen, wenn man dann durch die Berge fährt. Und so ist es gut. Herrliche Landschaft. Heimischer Pilzesucher. Das ist ja der Mist, dass man sich schöne Aussicht immer kämpfen muss. Ja, nicht? Da fliegt er hoch. So, was hier so knackt, das ist der Micha, sein Kniegelenk. Ja, ich war bei Herrn Dr. Jonas. Ich sag, wir bauen eins aus Carbon ein. Genau. Das soll halten. Wir nehmen ein bisschen Carbon-Montagepaste und seitdem macht es Probleme. Aber es ist noch Garantie drauf, hättest du gesagt. Es ist noch Garantie. Wir machen das heute Abend im Zimmer. Wir werden die Montagepaste rausnehmen. Ja. Und dann meine ich, wir nehmen gutes Olivenöl. Natürlich. Kalt gepresst, sonnengereift, dann sollte das klappen. Und dann sollte auch die Leistung deutlich steigern. In Deutschland ja unbezahlbar Olivenöl, auch hier. Hier auf dem Alles ist ein Klacks, da können wir damit rumsauen. Ja. Dann machen wir Kniegelenk behandeln. Oh, das war schön hier mit der Kapelle. Ja. Dann oh, hinter Jesus, glaube ich. Ah ja. Auf die Stand. Jetzt kommt aber hier ein steiles Stück. Voilà. Da sind wir fast oben. Da ist das Kreuz. Und nach dem Kreuz kommt dann das Kloster. Wir werden aber nicht lange oben bleiben. Es schifft schon wieder ein bisschen. Und ich habe keine Lust, bei Regen hier runterzufahren. Also, rauf, runter, repeat. Ist alles easy, alles flach. Natürlich. Alles ganz einfach zu fahren. Gleich schalten wir aufs große Blatt. Ja. Dennis. Also, wir fahren nur mit dem kleinen hoch, weil es noch nicht so viel genutzt wurde. Dieses große Blatt noch schonen. Ja. Thank you.
So. Oh, hier ist keiner und wie wir es gesagt haben, bevor es schifft, fahren wir runter. Und dann entschieden, meinen Kaffee trinken zu gehen und uns vom Ring hier ein bisschen zu verstecken. Und Sebastian hat sich schon eine Sangria bestellt. Das ist das beste Radfahrergetränk. Gerücht. War nur Spaß. Micha? In die Runde, wir sitzen schon wieder. Wir könnten weiterfahren. Und Berge kommen ja gar nicht mehr. Es geht jetzt wieder quasi nur flach. Jeden Tag flach. Nachts sind sie kein Berg. Beim nächsten Mal. Es geht einfach nur geradeaus. Das sind nur glaziale Verformungen. Das ist für mich ja kein Berg, weißt du? Das ist eine Asphaltblase. Du drückst da weg im großen Gang. Der macht einfach die Schleise rein. Da fährt er dann, schießt, er macht eine Schneise rein. Ja. Stefan hat sich irgendwo eine Jacke geklaut. Der ist heute im kürzesten, im dünnsten Trikot losgefahren, weil er hat sich den Arsch abgefroren bei der Abfahrt. Und dann hat er irgendein Motorradfahrer die Jacke abgekauft. Wie bei der Tour de France wurde meine Jacke zugereicht. Er hat sich zwar fast die Hand abgerissen dabei, der Kollege, aber passt schon, Hauptsache ich habe die Jacke. Deswegen habe ich keinen mitgenommen. Also ein Motorrad als Versorgungsfahrzeug ist geil, ne? Ja, auf jeden Fall. So kalt ist es. Genau so kalt ist es. Genau. Also ich habe mir jetzt überlegt, worauf ich mich jetzt heute freue, bei diesem Wetter. Ja. Ist eine zügige Heimfahrt, voll Druck. Schönen Tee. Es sind nur noch 30 Kilometer, also eine Stunde relativ Druck. Das sind 30 Kilometer, erstmal bis nach Arta. Ja. Und dann nochmal 20 bis... Noch mal 30 Druck. Also muss ich 50 fahren, wenn ich es in einer Stunde schaffen will. 30 gehen zurück und wir fahren wiederum wie lange 30 Kilometer in einer halben Stunde. Gut. So, ja, genauso. Er lacht, glaubt doch nicht, ne? Und dann freue ich mich auf ein kaltes Bier in der heißen Dusche. Ja, mach alles rum. Ein heißes Bier in der kalten Dusche, du hast vollkommen recht. Nee, Bier mal was Neues. Oh nee, jetzt muss ich schon wieder frieren. Was ist mit dir schon wieder? Nix. Ich dachte, die Jacke ist gut. Ich hab zu ihm gesagt, gib mir die mal, das ist mein Bruder. Seine Jacke. Ich mach mich gerade warm. Das machen aber nur Triathleten so, gell? Keine Radfahrer. Ja, ja. Können ja, vor allem nur zur Reise, die da. Die Läden, Junge, gehen schon auf. Und jetzt erst recht. Sieht aus wie so ein Kondom, das ist falsch. So, wir sind jetzt an Arta vorbei und fahren zum, ich glaube, heißt Jerusalem-Kloster.
waren wir noch nie. Das erste Mal hoch. Bin gespannt. Und das ist schön. Ich persönlich war hier auch noch nicht. Aber es ist eine Empfehlung von dem Uwe Kott. Der hat gesagt, hier, wenn wir in Ahrtal sind, müssen wir da auch noch hoch. Herrlich. Ist das schön. Übrigens, mir ist auf der Fahrt gerade meine Feder vom Speedplay-Glied gebrochen. Das heißt, ich komme jetzt mit dem linken Schuh aus dem Pedal nicht wieder raus. Scheiße! Aber richtig. So, wir fahren jetzt irgendwie Richtung Ahrtal und dann der Fernseher davor. Leider konnten wir das bloß nicht angucken, weil hätten wir noch weiter runterfahren müssen, dann wieder hoch. Dann wären wir gleich schloss geworden. So, ich bin froh, dass ich eine Regenjacke dabei habe, aber der Rest wird nicht nass werden. Also, gleich. Kennt ihr die Strecke von Ahrtal nach Kömpika vor? Wenn ja, wisst ihr, warum ich so schlafe. Wenn nein, ist eine Bolzenstrecke. Jetzt sind wir schön. Wie schnell waren wir gewesen? 65? 70 irgendwie, ja. Ja, so. 33er Schnitt heute finde ich auch okay. Für eine schöne GA2-Runde. Ganz entspannt. Doktor wieder gut organisiert. Ganz schöne leicht. Strecke, schöne, wir haben neue Wege gesehen, obwohl ich jetzt schon mittlerweile, ich glaube 60 Mal auf Mallorca war, wieder neue Wege gesehen und das ist wirklich, das begeistert mich immer wieder an der Insel. Boah, schönes Ding. Sibylle, wie fandest du die Eisfahrt? Anstrengend. Du bist mal schön vorne gefahren, du hast richtig gezogen. Danke, wirklich. Zum Schluss noch, ja. War geil, ne? Ja, also wirklich. Ich hab Respekt vor euch. Ist das hier? So, ich wollte euch noch mal zeigen, was mir hier weggebrochen ist. Das war dieses Schissteil. Und zwar, das gehört hier dran. Die spanische Schreibweise. Ja, und damit ist das komplett locker und fällt den Schuh nicht mehr richtig. Damit konnte ich extrem schlecht einklicken und noch schlechter ausklicken. Glücklicherweise hat Sebastian noch einen Ersatzfahrer dabei, sonst hätte ich jetzt nicht wirklich fahren können, weil die ganzen Läden hier nach Mali 312 gefühlt ausverkauft sind. Dann schraube ich das Ding mal ab, mache ein neues dran, dann kann es morgen weitergehen. Bis später, ciao.